So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 9. Dezember 2021. Gemeinsam mit Marc, jetzt wollen wir uns wie gewohnt einen Blick auf die Märkte gönnen, die aktuellen Entwicklungen natürlich einordnen. Gestern, wie bereits im Morning Meeting schon thematisiert, hat sich dann herauskristallisiert, dass die 4700er Marke im S&P etwas bis dato jedenfalls unüberwindbar scheint. Wir hatten uns ja dort das Optionsverfallsdiagramm angeschaut auf Nachfrage. Also vielen Dank an der Stelle für den Hinweis. Das ist durchaus interessant, denn das hat jetzt zu einigen weiterführenden Gedanken meinerseits tatsächlich dafür gesorgt. Wir haben jetzt ein relativ klares Level, dessen Bruch wir zu sehen bekommen wollen, wo wir uns natürlich die Frage stellen müssen, ob wir solch einen Break dann höher tatsächlich jetzt schon vor der Fed-Sitzung nächste Woche zu sehen bekommen, ob er dann nächste Woche überhaupt stattfindet. Das lässt eventuell auch dann die Möglichkeit zu Rückschlüsse darauf zu ziehen, was wiederum für den DAX zu erwarten ist, unterhalb der 4700er Marke. Sicherlich erwähnenswert ist im Hinblick besonders auf den US-amerikanischen Aktienmarkt, den S&P 500, dass gestern der Volatilitätsindex VIX, dass der unter das 20-Punkte-Level zurückgefallen ist vor... Wie lange ist es denn her? War es Montag? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir gleich mal schauen. Aber ich glaube, vor 2 Tagen hatten wir noch einen VIX-Reading oberhalb von 30 Punkten mit anziehender Volatilität. Alle haben im Grunde genommen schon das Ende der weltnahen Sehen. Panik rund um die Omikron-Variante. Da gibt es auch gestern einen ziemlich überraschenden, fast schon eine überraschende News, die über den Ticker lief. Da werden wir gleich mal kurz drauf eingehen. Ich hatte mich erstmal ein bisschen verwundert gezeigt, wo plötzlich dieser Pop auf der Oberseite im DAX herkam. 60, 70 Punkte aus dem Stand, bin nach oben gesprungen und in dem Zusammenhang gab es eine Meldung von Pfizer. Man hat offensichtlich da die Lösung für das Omikron-Problem gefunden. Dazu kommen wir gleich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Alles in allem zeichnet sich mehr und mehr ab, dass wir jetzt nicht nur ein technisch klares Level haben im S&P 500 mit der 4700, sondern auch einem Drop im VIX unter die 20-Punkte-Marke erneut. Was bedeutet, Tür und Tor für eine Jahresendrallye ist definitiv aufgestoßen. Und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, fehlt es eigentlich nur noch nach einem fundamentalen Trigger. Wir werden uns Earnings anschauen von UiPath. UiPath hat gestern nachbörslich starke Zahlen geliefert. Nicht so stark reagiert darauf. Ähnlich tatsächlich wie ChargePoint. ChargePoint hat gestern einen kurzen Flush zur Eröffnung gesehen gegen die 20 und hat dann von diesem Niveau aufgedreht. Auch da werfen wir heute einen Blick drauf. Vielleicht lässt sich dieses Setup von ChargePoint eben heute anpassen auf UiPath, sofern eben tatsächlich dort dann die technischen Level auch respektiert werden jetzt in der Vorbörse. Was noch? Ja, Gold ist relativ unspektakulär. Also, da werfen wir definitiv dennoch einen Blick drauf. Bitcoin werfen wir auch noch kurz einen Blick drauf. Bevor wir offiziell starten, auf jeden Fall hier einmal der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Mache man sich zunächst mit diesem vertraut, dann arbeitet man sich in diese Materie ein mit einem Demokonto, runterladbar auf markets.com/de und dann entscheidet man, ob der Handel sich für einen eignet, wie gesagt, ausgehend vom Risikoprofil seinerseits bzw. der Produkte. Alle weiteren Informationen, vollständiger Risikohinweis auf markets.com/de, dort auch alle Informationen rund um die darüber hinausgehende Produktpalette, seien es Aktien physischer Natur, seien es andere Investlösungen wie ETFs und dergleichen, alle Informationen, wie gesagt, auf der Webseite. Gerne auch eine E-Mail an die Elena schicken für weitere darüber hinausgehende Informationen, Fragen, Kontoeröffnungen und so weiter und so fort. Wenn ihr Fragen an mich habt, jederzeit gerne rund um die Märkte hier in der Chatbox während des Livestreams oder unterhalb des Videos bei YouTube in der Aufzeichnung oder, was haben wir noch, Twitter oder per E-Mail an jklad@jk-trading.com oder gerne auch über die Webseite jk-trading.com/forum. Ergänzend dazu auch eine Discord-Community, darauf werden wir gleich kurz eingehen. Da haben wir gestern die 20er-Marke zum Beispiel in ChargePoint herausgestellt. Also diverse Möglichkeiten auf jeden Fall zusammenzufinden. Und hier jetzt einmal der Blick auf den DAX. Ich räume einmal kurz ein wenig hier im Hintergrund auf, schaue, ob alles gut gestreamt wird. So, was allerdings kein Problem darstellen sollte. Ah ja, einen Moment, einmal kurz updaten. Was haben wir hier? Excellent Connection. Excellent Connection ist schon mal sehr, sehr gut. Auch wenn sich das alles ein bisschen zieht, bis es hier dann schlussendlich aufgebaut ist. So, sehr gut. Hier geht alles. Und hier auch. Perfekt. Also, ja, sollte sich das ändern, lasst es mich bitte in der Chatbox wissen. Wir blicken auf den DAX. Ja, wir blicken auf den DAX und auf den gestrigen zunächst einmal Pop hier, der aus dem Stand um 12 Uhr plötzlich stattfand. Wir haben gestern, also wir haben im Grunde genommen eigentlich keinen wirklich
spektakulären Handel mehr zu sehen bekommen, was jetzt nicht so überraschend war. Nach diesem Mega-Run, den wir am Dienstag hier eingeleitet hatten, dieser starken bullischen Performance, Bruch über die 15,6, abgelaufen 15,77, 800 auf der Oberseite, das war ja das nächste anzuvisierende Kursziel, sogar überschossen ein bisschen in diesen hohen Gefilden, dann entsprechend konsolidiert. Wie gesagt, eine Konsolidierung nach solch einem Lauf mit über 2,5% plus für einen Handelstag ist jetzt nicht die größte Überraschung. Ja, und dann, wie gesagt, dann kommen wir gestern recht unspektakulär rein und ich hatte dann hier kurzzeitig auf den Ticker geschaut gehabt, wie gesagt, zwischen 12:30, naja, 12:30, 13 Uhr ungefähr und plötzlich schoss der DAX in Richtung eben der 15.800er Region. Ich war ein bisschen überrascht. Jetzt ist der DAX dahingehend ein bisschen speziell, weil man natürlich sagen kann, er ist relativ dünn und da ist eine Imbalance im Orderbuch beispielsweise schnell in der Lage, mal für solch einen Spritzer aus dem Nichts im Grunde genommen diesen herbeizuführen. Ich habe dann allerdings kurze Zeit später festgestellt, dass der Treiber dafür, ich möchte es ganz offensichtlich sagen, und aus dem GIF spricht schon eine ganze Menge, was ich von dieser Headline halte. Plötzlich tickert über meinen News-Ticker tickert hier: Three vaccine doses neutralize Omicron variant, nach CNBC bzw. von Pfizer kommuniziert. Das ist ja der Anbieter Impfstoffe in Verbindung mit BioNTech an dieser Stelle. Und wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte gedacht, dass eben der Booster-Shot, den man sich jetzt überall bei IKEA gegen eine Portion Köttbullar holen kann, um die Pandemie in den Griff zu kriegen, dass ausgerechnet genau dieser Booster-Shot es ist, der die Omikron-Variante eben in der Lage ist zu neutralisieren. Kann man von halten, was man will. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Ich bin allerdings auch jetzt nicht wirklich überrascht nach all dem, was mittlerweile gelaufen ist, dass ausgerechnet jetzt der dritte Shot es sein wird, der diese Variante, dann diese Mutante in den Griff bekommt. Wie gesagt, man kann von halten, was man will. Die Reaktion im Markt, die war, naja, ich möchte mal sagen, folgerichtig, denn plötzlich sind die Sorgen ja alle dahin gesiegt oder beziehungsweise von der Hand verschwunden, von der Bildfläche verschwunden. Ich muss allerdings ehrlich gestehen, wenn man sich die Price Action hier der letzten Tage anschaut, besonders die Price Action am Dienstag, dann ist offensichtlich klar, dass das alles in allem, naja, ich weiß nicht, also ob die Reaktion wirklich gerechtfertigt ist, dann den DAX da 80 Punkte anziehen zu lassen. Fakt ist auf jeden Fall einmal, wir haben offensichtlich es geschafft, innerhalb weniger Tage herauszufinden, dass jetzt jeder dritte Shot, den man sich holt, den man sich holen kann und den man sich dann in seinem Pass eintragen lassen darf, ja, der dann auch entsprechend die weitere Gültigkeit der ausgestellten Impfzertifikate. Oh Mann, ich muss ein bisschen aufpassen, ey, ich werde ein bisschen ketzerisch, merke ich gerade. Auf jeden Fall, das, was erwartbar war, mit etwas, ich nenne in Führungsstrichen, Fantasie nach all dem, was gelaufen ist, hat dann eben genau das jetzt nach sich gezogen, dieser Pop auf der Oberseite. Und der ist dann allerdings, wir können es dann hier erkennen, relativ zügig wieder abverkauft worden, weil auch die US-Märkte, allen voran eben dann hier ganz besonders der S&P, darauf, machen wir es mal groß, so, darauf eben nur kurzzeitig bullisch reagiert hat. Also hier sahen wir ebenfalls einen Pop, der hat uns kurz über die 4.700er Marke geführt und dann drifteten wir wieder abwärts, konnten uns in den Abend hinein nochmal in diese Gefilde eben hangeln. Aber wir können eben mittlerweile ganz klar erkennen, dass sich hier starker Widerstand eben formiert. Und der Grund für diesen starken Widerstand im S&P in dem Fall gegen die 4.700er Marke, welcher auch, denn der DAX, der ist hauptsächlich meiner Einschätzung nach weiterhin abhängig von den Vorgaben seitens der US-Märkte. Wir haben dann an dieser Stelle eine Konstellation, wo ein Top-Out gegen die 4.700er Marke auch das Aufwärtspotenzial im DAX beschränkt einfach. Deswegen macht das durchaus Sinn, hier einen Blick drauf zu werfen. Und der Hauptgrund, warum die 4.700 derart herausragt, findet sich eben im Optionsbereich, wie wir das gestern gesehen haben. Und zwar hatten wir gestern hier ja das Open Interest Profil uns angeschaut. Den Link dazu, ja. Den Link dazu stelle ich jetzt mal ganz kurz hier ein und dann muss ich das aber noch mal ganz kurz. Okay, sehr gut. Einen kurzen Augenblick an Toni an der Stelle. CME Tool, das stelle ich einmal ganz kurz ein. Und die Discord Community, da kommt die Frage zu, wo ist der Link? Die findet man hier. Discord und so, ich kann nicht mal ganz kurz hier reinziehen. Also hier gestern die Kommunikation auch entsprechend, ne? Also darauf gehen wir gleich ein. Hier auf CHPT. So, Leute einladen und dann machen wir mal einen nicht ablaufenden Link und den kopieren wir mal an der Stelle. So, stelle ich den mal hier ein.
So, das ist die Discord-Community. Auch für die alle, die sich jetzt die Aufzeichnung anschauen, unterhalb des Videos stelle ich das am Anschluss ein, wer da Interesse dran hat. Und wie gesagt, gestern kam hier, ich glaube, Fabio war es. Fabio sagte, ob es solch eine Betrachtung nicht auch für den S&P, auch für den Dow Jones an der Stelle gibt. Uns interessiert besonders, mich interessiert besonders, ausgehend von der Breite einfach, die der S&P abdeckt, dann ganz besonders eben der US-amerikanische Aktienmarkt und S&P 500 an der Stelle. Und man kann eben hier über diesen Link, den ich jetzt gerade eingestellt habe, da oben sich verschiedene Produkte in dem Bereich anschauen. Ja? Also das ist nicht beschränkt nur auf Equity-Indizes. Man kann sich dann auch zum Beispiel Metalle, Querstrich, also Gold und dergleichen hier entsprechend anzeigen lassen. Interest Rates, T-Notes und so weiter. Devisen, Foreign Exchange. Und man hat aber hier die Möglichkeit, Equity-Indizes eben auf US-Index zu gehen. E-Mini, das ist das, was uns hauptsächlich interessiert. Der E-Mini-Kontrakt ist der Haupt gehandelt, das Haupthandelsvehikel im Futures-Bereich. Man kann sich auch den Mikro und so dergleichen anzeigen lassen, aber das ist nicht aussagekräftig, weil die Big Player, institutionell und dergleichen, eben ihre entsprechenden Geschäfte hier über den E-Mini abwickeln. Und dann hat man hier die Möglichkeit, man könnte sich eben auch den Dow Jones angucken, zum Beispiel YM ist es hier, also YM, E-Mini Dow, unser Fokus aber hier auf dem S&P 500. Und dann kriegt man eine Anzeige, da muss man hier oben noch ein bisschen rumspielen mit den Settings, da steht nämlich Auto Include Max OI Options. Das ist normalerweise ein Haken. Und dann sind diese Balken, die da entstehen, die sind sehr, sehr dünn. Der Grund dafür ist, weil hier dann herangezogen wird, wo ist das höchste Open Interest innerhalb dieser Betrachtung. Und dann zieht er das Ding eben entsprechend abhängig, wo auch immer diese Level sind, beziehungsweise zieht es nicht auseinander, sondern staucht es tatsächlich sehr stark zusammen. Und dann ist es sehr unübersichtlich. Wenn man den Haken rausnimmt, dann sehen wir, dass abhängig von dem von 50 Punkten, müssen es ungefähr sein, ne? Ja, so roundabout 50 Punkte auf der Unterseite, 50 Punkte auf der Unterseite, auf der Oberseite. Und dann haben wir eben entsprechend hier Möglichkeiten, eine wesentlich übersichtlichere Betrachtung eben zu bekommen. Das also kurz zur Einführung, wer das Tool nutzen möchte. Wie gesagt, das kann sehr, sehr hilfreich sein, um bestimmte Kursverläufe, besonders im Hinblick auf jetzt anstehende Optionsverfallstermine eben einzuschätzen und wo die Signifikanz der 4.700 herkommt. Das sollte man also erfahrungsgemäß maximal eine Woche vorher kann man da wirklich was drauf geben, weil das nämlich dann, desto näher wir dem Verfall kommen, zu so einer Art, man könnte das nennen, Lichtschalter-Effekt kommt. Also sprich anders vor. Man setzt sich an der Stelle oder stellt sich an der Stelle eben die Frage, wo ist aktuell der Vorteil im Markt? Der ist nach Dienstag ganz besonders und jetzt auch in Schlagdistanz zum Allzeithoch, klar wieder auf der Oberseite, Stichwort Jahresendrallye, fallende Volatilität und dergleichen. Und im Hinblick auf dann steigende Kurse spielen eben Calls ganz besonders eine Rolle. Und diese Calls, deren Auszahlungsprofil ist im Falle jener Marktteilnehmer, die diese verkaufen, also die sogenannten Stillhalter, die knicken dann entsprechend ab, sobald dieser zugrunde liegende Basiswert einen bestimmten Basispreis überstiegen hat. Und das ist eben dann jetzt in dem Fall die 4.700er Marke. Das kann man daran erkennen, dass dieser blaue Balken, einen Augenblick, 700, dass dieser blaue Balken hier in diesem Bereich am höchsten ist, offensichtlich. Das nächste, der nächst zweithöchste blaue Balken, übrigens dann 4.750, das ist Region Allzeithoch. Also da haben wir dann auch schon eine potenzielle Orientierung innerhalb der nächsten 7 Tage, sollten wir die 4.7 überwinden. Das, was wir brauchen, ist, wie gesagt, dieser fundamentale Trigger an dieser Stelle. Möglicherweise getriggert durch die Fed. Da werfen wir gleich einen Blick drauf, was die liefern könnte, sodass es da zu einem Bruch höher kommt. Aber auf jeden Fall ist jetzt erstmal diese 4.700er Marke entsprechend hier signifikant, denn sobald wir über dieses Niveau laufen, knickt dieser entsprechende Ast eben nach unten ab. Also diese Marktteilnehmer, die diese Position aufgebaut haben, wir gehen der Einfachheit halber davon aus, dass es sich hier nicht um eine komplexe Optionsstrategie und dergleichen handelt. Was wir machen ist, wir gucken uns an dieser Stelle das nackte Profil eines Short Calls an. Und in dem Zusammenhang, Moment, Position 1 da. In dem Zusammenhang ist es eben so, sobald wir diesen Basispreis überschreiten, haben diese Stillhalter die Verpflichtung, hier vonjenigen welchen Marktteilnehmern, die dann diese Option ausüben, den DAX an dieser Stelle zum entsprechend eben niedrigeren Kurs diesen zu verkaufen. Also sprich anders formuliert, wenn ich eine Option habe mit einem Basispreis 4.700 Punkte,
Der DAX S&P an der Stelle, S&P 500 auf, sagen wir mal, 5000 Punkte steigt, dann habe ich durch die Option, durch den Long Call, also durch diese Option, die ich da aufgebaut habe, habe ich das Recht, den zugrunde liegenden Basiswert, also in dem Fall den S&P 500, zu 4700 zu kaufen. Jetzt kann ich natürlich entweder die Position dann halten oder ich kann sie natürlich dann zwangsliquidieren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise also Cash settlen, bar ausgleichen lassen und habe dann eben pro Kontrakt an dieser Stelle $300 im Profit gemacht. Denn ich kaufe den Markt ja zu 4,7, der aktuell bei 5.000 offensichtlich notiert. Und diese Marktteilnehmer, die entsprechend hier die Gegenseite einnehmen und die diese Verpflichtung eben haben, dann entsprechend zu 4,7 entsprechend zu verkaufen, die müssen natürlich schauen, dass sie durch eben einen steigenden S&P an der Stelle nicht in Anführungsstrichen sehr plump gesprochen in den Ruin getrieben werden. Also das bedeutet, was die machen werden, ab einem bestimmten Niveau, welches überschritten wird, die werden entsprechende Absicherungsgeschäfte tätigen und werden versuchen, diesen nach rechts unten abknickenden Ast einfach auszugleichen, also einfach irgendwie zu begradigen. Und das gelingt ihnen dadurch, dass sie entsprechend hier eine Position aufbauen, die ein solches Auszahlungsprofil hat, wie diese Diagonale, die ich da gerade in grün eingezeichnet habe. Und das ist eine E-Mini-Long-Position, also E-Mini-S&P 500 Long-Position. Das ist äquivalent, die Überlegung, die dahinter steht, wenn wir uns den DAX betrachten, wenn wir uns Gold betrachten und dergleichen. Und genau dieses Profil impliziert im Endeffekt, sollten wir über 4,7 steigen, dann kommt hier potenziell eine starke Nachfrage in den Markt infolge von Absicherungsgeschäften, die diese Stillhalter tätigen müssen. Und dann haben wir eben einen potenziellen bullischen Treiber, der uns auf dann potenziell neue Allzeithochs befördert, beziehungsweise als nächsten natürlichen Widerstand auf der Oberseite die Region um 4.750 Punkten eben erwarten lässt. Und so wird dann im Endeffekt ein Schuh draus, warum aktuell wir einen Kampf um die 4.700er Marke sehen und weswegen wir uns derzeit die Frage stellen im Hinblick auf den S&P, ob es gelingt, den unterhalb dieses Niveaus zu halten oder ob wir nicht zeitnah einen bullischen Treiber finden, der eben entsprechend zu einem Push höher an der Stelle führt. Und nunmehr ist es so, dass wir ja aktuell Hauptthema im Markt immer noch die Inflation natürlich haben. In diesem Zusammenhang die Frage sich aufdrängt, ob den Worten von Jay Powell letzte Woche vor dem US-Kongress Taten folgen. Also sprich, ob man dann jetzt seitens eben der Fed tatsächlich beginnt, aggressiver den geldpolitischen Stimulus zurückzufahren. Ein Grund dafür hat sie gestern erstmal zu sehen bekommen durch die JOLTS an der Stelle. Die JOLTS sind, die habe ich hier vorbereitet, die JOLTS sind tatsächlich im Bereich ihrer Jahreshochs wieder veröffentlicht worden. Ganz kurz zur Erklärung, was die einfangen, das sind die Job-Openings in den USA und das sind ausstehende Jobs, also Jobvakanzen. Die Unternehmen sagen, ja, wir brauchen für den Bereich, brauchen wir entsprechend eben Arbeitskräfte. Und jetzt stellt man in diesem Zusammenhang aber fest, die Leute, die gehen nicht arbeiten. Die bleiben im übertragenen Sinne zu Hause. Wir hatten das schon mal sehr, sehr plump zusammengefasst, aber manchmal ist eine solche einfache und plumpe, grobe Betrachtung durchaus hilfreich, um das Konzept dahinter zu verstehen und weswegen das auch potenziell zur längerfristigen Inflationserwartung nochmal ganz wesentlich Druck aufbauen kann bzw. beiträgt. Aktuell ist es so, dass diese Jobs offensichtlich nicht attraktiv genug sind. Wodurch wird ein Job attraktiv? Das ist nicht nur das Feld, was er beackert, sondern das ist eben auch das Gehalt, was er beispielsweise zahlt. Das bedeutet, um diese Jobs attraktiver zu machen, die hier offensichtlich noch nicht belegt wurden, beziehungsweise wo die eben entsprechend noch vakant sind, müssen die entsprechenden ausschreibenden Unternehmen die Jobs dahingehend attraktiver gestalten, dass sie höhere Gehälter zahlen. Die machen aber zwangsläufig Folgendes: Sie wirken sich negativ auf die Gewinnmarge eines Unternehmens aus. Die kalkulieren natürlich mit entsprechenden Gehältern und desto höher die Gehälter sind, desto höher müssen die Preise für den Endverbraucher sein, logischerweise. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass wenn hier es zu einem signifikanten früher oder später Lohnanstieg kommt, sofern sich Unternehmen das überhaupt leisten können. Alternativ dazu ist nämlich das Problem, dass natürlich Unternehmen vielleicht sagen, tut uns leid, aber so ein Produkt können wir nicht anbieten, die Gewinnmarge ist zu gering, wir sind nicht mehr in der Lage, profitabel zu arbeiten und früher oder später scheiden diese Unternehmen aus dem Wirtschaftskreislauf aus. Das führt dazu, dass mehr Leute dann wiederum arbeitslos werden, also jetzt sehr stark vereinfacht gesprochen natürlich. Und aus dieser Perspektive dann wiederum geldpolitischer Stimulus nötig wird in ein stagnierendes Wirtschaftsumfeld. Also sprich, eine stagflationäre Tendenz sich herauskristallisiert. Ja, und jetzt fahren wir zurück an der Stelle und stellen uns nochmal die Frage, naja, warum wollen die Leute denn diese Jobs nicht nehmen? Sie bekommen mehr Geld zum Beispiel dafür, zu Hause zu bleiben. Sozialleistung beispielsweise. Deswegen sind diese Sozialleistungen, die gezahlt werden, eigentlich besonders jetzt, wo sie beginnen, ein Ausmaß anzunehmen, die ja, in Bezug auf das, was ausgezahlt wird, über dem liegt, was eben in einfachen, aber dennoch
notwendigen Jobs, die eben erledigt werden müssen, gezahlt werden, dass dann eben diese Sozialleistungen beginnen, negative Effekte nach sich zu ziehen. Deswegen sind solche Experimente, wie sie zum Beispiel die Modern Monetary Theory und dergleichen proklamieren, per se werden die langfristig nicht funktionieren. Das sind theoretische Konstrukte, die man dort eben erdacht hat. Da ist intellektuelle Leistung für notwendig, die man honorieren sollte. Nichtsdestotrotz sind das eben nur rein theoretische Konstrukte. Und diese theoretischen meistens von Akademikern oder Bürokraten dann umgesetzt, auch an dieser Stelle, die funktionieren in der Theorie, aber in der Praxis eben nicht. Denn es sorgt eben dafür, dass der gesamte Wirtschaftskreislauf dadurch längerfristig wirklich ins Stocken gerät, weil die Leute keine Motivation mehr haben, eben diese Jobs zu machen, die gemacht werden müssen, um ein entsprechendes Miteinander, also, ich sag mal, im gesellschaftlichen Bereich auch zum Beispiel, eben zu erledigen. Also sehr, sehr stark runtergebrochen, sehr, sehr stark vereinfacht. Aber deswegen sind solche Prints wie gestern durchaus brisant. Jetzt kommt ergänzend hierzu, zu dieser Einschätzung eben. Also wie gesagt, wir haben Joules im Bereich der Hochs. Man sieht das übrigens dann auch, so würde ich zumindest das interpretieren. US-Zinsen sind zeitgleich hier, man kann sehen, auf jetzt 1,5% wieder gestiegen. Wir sehen hier, das war so gestern ab roundabout, ja, 13 Uhr, 12:40 Uhr, 13 Uhr, haben wir einen deutlichen Drive tief über die 1,4%-Marke gesehen. Die wurde natürlich getragen, hauptsächlich nach den jüngsten Abschlägen hier, dieser scharfen Korrektur. Das war dann von wegen ja, Spekulation, dass die Fed gar nicht anders kann, als geldpolitischen Stimulus zu leisten, sollte diese Omikron-Variante sich durchsetzen, sollte dann entsprechend eben die Wirtschaft infolgedessen wieder potenziell einknicken, beziehungsweise es entsprechend zu Entwicklungen kommen, dahingehend, dass man sagt, ja, auch Investitionskonsequenzen, die einfach notwendig machen, dass an der Stelle die US-Notenbank mehr Liquidität ins System gibt, jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen. Wir haben dann eben entsprechend jetzt gestern besonders, als diese Meldung hier hinsichtlich Pfizer über den Ticker lief, dass eben der Booster die Lösung aller Probleme ist, haben wir dann entsprechend gesehen, oh super, jetzt springt doch, also keine Konsequenzen für die Wirtschaft, wir haben mehr Liquidität, das sorgt dann dafür, dass der Zins auch entsprechend die Wirtschaftserwartung entsprechend anzieht und dergleichen. Aber wir haben eben auch gesehen, dann ab 16 Uhr nochmal, das war, das kann man hier gar nicht so gut sehen, da, diese 16 Uhr Kerze, wir hatten schon bullisches Momentum aufgenommen, aber wir haben dann trotzdem auch nochmal auf diese Kerze selbst in dem Moment hier, beziehungsweise dann auch in den Folgestunden haben wir nochmal 3 Basispunkte oben drauf gesetzt. Das war nicht der Haupttreiber, aber diese bullische Entwicklung im Zins spiegelt relativ klar und deutlich wider, dass infolge solcher Arbeitsmarktzahlen, und da stelle ich dann durchaus den Kausalzusammenhang her, dass das eben potenziell inflationstreibend ist. Was jetzt sehr spannend ist in dieser Konstellation ist, dass zeitgleich Gold zum Beispiel sich relativ stabil präsentiert hat. Also spektakulär ist das weiterhin nicht. Das ist weiterhin ein sehr, sehr choppiges Treiben. Wie gesagt, nächster fundamentaler Trigger morgen, eben um 14:30 Uhr kommen die Inflationszahlen, werden veröffentlicht. Mal schauen, ob das dann ausreicht, uns deutlich zurück über die 1800er-Mark zu führen. Aber unabhängig davon kann man eben erkennen, hier, nachdem wir initial ein bisschen Abgabedruck gesehen haben, konnte sich Gold doch relativ stabil dann über die Folgestunden präsentieren, trotz anziehender Zinsen. Deutlich anziehender Zinsen. Also wir reden jetzt hier nicht von einer kleinen Bewegung, wir müssen uns immer vor Augen führen. Wir haben gestern noch hier um 12 Uhr, also nachmittags, haben wir im Bereich um 1,44% gehandelt und handeln dann paar Stunden später, 5, 6 Stunden später handeln wir auf einmal 10 Basispunkte höher. Das muss man immer in Relation sehen zu der Größe und der Breite, der Tiefe des Zinsmarktes an dieser Stelle, der einer der größten Märkte der Welt ist. Also jetzt nicht so groß wie der Devisenmarkt, aber wir gehen auf jeden Fall schon mal deutlich im Volumen über das, was uns zum Beispiel die Aktienmärkte hier an Liquidität, oder Marktbreite, Markttiefe zur Verfügung stellen. Diese Entwicklung also, die wir hier zu sehen bekommen, und zeitgleich eben die stabile Performance hier in Gold, naja, die lassen dann über Umwege Rückschlüsse darauf zu, dass wirklich ein Inflationsdruck erwartet wird, der sich weiter aufbaut. Und das können wir dann erkennen, wenn wir uns hier die Real Yields, also die Realverzinsung US-amerikanischer Schuldtitel über verschiedene Laufzeiten anschauen. Und was man eben erkennen kann, ist hier, wenn wir uns dann gestern anschauen, da liegen wir bei -1% und haben am Vortag, also das ist jetzt marginal, das sind kleine Bewegungen, das ist nicht dramatisch, aber zumindest mal erkennen wir, wenn wir uns hier stabil präsentieren, trotz anziehender Zinsen, dann impliziert das, dass zeitgleich zu dieser Realverzinsung, die sich ja ergibt vom Zinsniveau, was eben der 10-jährige Zins zahlt, abzüglich der Inflation,
dass wenn dieser eher steigt, dass dann bei steigenden Zinsen, also der erste Term, der anzieht, dass der zweite Teil offensichtlich stärker anziehen muss. Also das heißt die Inflationserwartung. Und das ist das, was man, wenn auch ein bisschen über nachdenken, aber aus diesem Print eben tatsächlich ziehen kann. Und was jetzt spannend wird, und dann schließt sich der Kreis, warum wir das hier ein bisschen detaillierter zum Thema machen, wo der fundamentale Treiber in dem Fall für den S&P wieder über die 4,7 kommen kann. Wir haben eben jetzt morgen 14:30 Uhr die Inflationszahlen. Wir hatten schon gesagt, psychologische Barrieren in Anführungsstrichen, das Level, was da eine Rolle spielt, das dürfte die 7%-Marke sein. Also, das sieht jetzt hier erstmal nicht so aus, aber wir sehen der Konsens aktuell, also die von Bloomberg befragten Analysten an dieser Stelle, diverser Investmentbanken, die erwarten derzeit einen Print von 6,8%. Der Trading Economics Forecast, vielleicht auch begünstigt durch diese Entwicklung anderer fundamentaler Kennzahlen, liegt bei 6,9%. Und ich persönlich würde sagen, 7% ist so die magische Grenze, oberhalb derer wirklich auch vielleicht dann nochmal sich deutlich Inflationsdruck aufbaut und sich das dann entsprechend auch in einer deutlich negativen Realverzinsung widerspiegelt. Also zeitgleich mit eben einem Spike in Zinsen auf der Oberseite und zeitgleich eben anziehende Inflationserwartung, die nochmal stärker steigt, also eine negative Realverzinsung nach sich zieht, wäre das dann, kurz auf Gold zurückkommt, eben der potenzielle Treiber über die 1800er Marke. Aber es wäre dann eben auch ganz interessant zu sehen, wie reagiert jetzt eigentlich der S&P da drauf? Denn in solch einem Umfeld, was ich gerade skizziert habe, in dem Szenario, wo der Zins nach oben spiket, morgen in den Wochenschluss hinein, könnte das durchaus nochmal schärfere Korrekturbewegungen nach sich ziehen. Und genau das gilt es im Grunde genommen dann als Szenario zu skizzieren. Also wenn ich sage, ich erwarte eigentlich, ausgehend von dieser Gesamtkonstellation, das, was ich jetzt an Informationen habe, ich erwarte eigentlich einen Spike in Zinsen, auf den Equities negativ reagieren. Aber diese negative Reaktion findet nicht statt. Dann ist das für mich ein klares Signal in die Richtung, dass wir, also das bedeutet nicht ganz kurz nochmal zurück, kommen wir nur zurück, dass wir nicht sofort morgen über 4,7 laufen, aber dass wir eben auch nicht hart gegen diesen Bereich abprallen. Das bedeutet dann etwas anders, dass der Markt offensichtlich seitens der US-Notenbank, der Fed, nächste Woche Mittwoch erwartet, dass diese geldpolitisch sich expansiver präsentiert als das, was die Zeilen von Jay Powell letzte Woche Dienstag vom US-Kongress suggeriert haben, was dann auch zusätzlich zu dieser Omikron-Volatilität nochmal beigetragen hat und dann auch den Tech-Bereich zum Beispiel stärker unter Druck gebracht hat. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wir greifen jetzt schon vorweg auf die nächste Woche. Die 4700er-Marke ist das Key-Level. Ich erwarte, also wenn man das jetzt mal ein bisschen runterbricht, für die nächsten Tage nicht unbedingt stärkste Schwankungen. Könnte mir vorstellen, dass wir hier gegen diesen Bereich uns choppy präsentieren, vielleicht mal einen kurzen Flush auf der Unterseite sehen, dann wieder zurückbouncen, irgendwie uns konsolidieren zeigen zwischen 4670 bis 4700 Punkte, dass sich dieser Handel eher bis zur nächsten Woche fortsetzt, bis nächste Woche Mittwoch und dass dann im Grunde genommen der letzte Impuls entweder auf der Ober- oder auf der Unterseite eben geliefert wird, wobei meine Tendenz eher in Richtung Oberseite geht. Bruch über 4,7 und dann entsprechend eben einleiten oder finaler Schub, finales Benzin, was man im Grunde genommen hier dazu gibt, um dann eben diese Jahresendrallye zu befeuern und dann entsprechend eben für einen Push, ja, vielleicht sogar über die 4800er Marke zu sorgen. Der wäre jetzt zum Beispiel nicht zwangsläufig nächste Woche zu erwarten. Also ich denke, wir haben dann schon einen Deckel drauf bis Ende nächster Woche bis 4,57. Aber sobald wir dieses Niveau nicht mehr als natürlichen Widerstand nach oben hätten, oberhalb von 4,7, wäre infolgedessen dann eben der Lauf über 4800 Punkte bis vielleicht Weihnachten oder dergleichen wäre durchaus einzukalkulieren. Ja, das also zum S&P, zur aktuellen Einschätzung. Also heute dünner Handel zu erwarten, das wird auch Auswirkungen auf den DAX potenziell haben. Der ist jetzt wieder ein bisschen unter die 15,7 gerutscht. Der braucht die Unterstützung seitens der US-Märkte. Ich finde die Performance aber weiterhin stabil. Und solide, die wir hier zu sehen bekommen. Ja, kurzzeitig könnte mal ein kleiner Flush auf der Unterseite stattfinden, dünnes Umfeld. Wie gesagt, Überrollen vielleicht ein bisschen stärker gegen die 4,7. Erstes anzuvisierendes Ziel in dem Fall im DAX. Das gilt auch jetzt vielleicht so ganz besonders, wenn wir unterhalb des EMA 50 uns hier stabil zeigen, dass wir die Region so um 4600 Punkte anlaufen. Das wäre auch ungefähr ja jene Region, die wir Dienstag mit Bruch eben als Treiber für weitere Bullishness eben dann haben sehen können. Ein Stück weit tiefer, was allerdings schon recht bärisch wäre, tatsächlich und ich eher als unwahrscheinlich erachte, wäre noch die Region um 4500 Punkte. Aber grundsätzlich ist das Abwärtspotenzial meiner Einschätzung nach im DAX beschränkt. Also ich erwarte, sofern wir überhaupt hier stärkeren Abgabedruck sehen, eigentlich, dass wir gegen 4600 Punkte schon wieder einen Bid catchen. Also dass da wieder Käufer tatsächlich reinkommen, die dann auch entsprechend hier über kurz oder lang und realistisch vielleicht sogar
zum Weihnachtsabend in Anführungsstrichen, also nächste Woche tatsächlich und dann Wochenende. Nee, Moment, stimmt gar nicht. Übernächste Woche sind noch 2 Wochen, Verzeihung. Vielleicht eine Woche länger. Aber in Erwartung eines Weihnachts, Abends hier, dass dann eben diese Jahresendrallye uns in Richtung 16.000 Punkte befördern könnte. Also wie gesagt, kurzzeitig Abgabedruck ja, 15.6 als erster Support. Heißt nicht, dass ich gegen die Bereich sofort long sein möchte. Da möchte ich dann erst sehen, sofern solch ein Szenario sich jetzt herauskristallisiert, dass wir den EMA 50 zurückerobern. Sobald das aber gelingt, könnte das vielleicht CRV-technisch ganz attraktiv sein, sich da long zu positionieren. So, das also zum S&P, zum DAX. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Einzeltitel. Erstmal einen Blick einmal auf ChargePoint. Dazu mache ich auch ein Playbook, beziehungsweise habe vor, ein Tutorial zu machen. Ich habe da gestern einen Trade gemacht auf die 20. Habe ich ausgehend von den Gedanken, die ich vorher hier in der Discord-Community formuliert hatte, und gestern auch schon im Morning-Meeting, habe ich einen Trade gemacht, der sich dann in den Abend herein schön entwickelt hat, tatsächlich. Und den ich gerne zum Thema machen wollte, weil sich nämlich auch da ein Szenario vorher schon herauskristallisiert hat, wo ich nicht zwangsläufig am Desk sein muss. Also, das ist zwar ein Intraday-Setup, ein sehr, sehr kurzfristiges Setup, das ist Rug-Pull-Setup, das hat der eine oder andere vielleicht, erinnert sich noch dran, ich hatte letzte Woche was, glaube ich. Ich glaube, letzte Woche lief in meinem YouTube-Kanal ein Tutorial ein zu Lucid. Also das heißt, auch ein Electric Vehicle-Anbieter, Konkurrent im, ich nenne es mal, höherpreisigen Segment, Luxus-EV-Vehicle, so nenne ich sie jetzt mal. Und da hatte sich ein Szenario herauskristallisiert, was ich zum Thema gemacht habe, was ich gestern eben umgesetzt habe, ohne allerdings aktiv vom Rechner zu setzen. Und das beinhaltete eben den Flush hier. Man kann es hier sehen. Alternativ gibt es einen Flush, das habe ich. Als zweites Szenario. Ich hatte zunächst einmal ein bullisches Opening Drive Szenario. Das hatte ich deswegen, weil ich eigentlich auf die Earnings, die Dienstag nachbörslich veröffentlicht worden sind und die wirklich gut waren, besonders, also naja, gut waren die nicht, das ist ein bisschen übertrieben, da gab es schon bessere. Mixed Earnings waren es eigentlich, also EPS, Gewinn pro Aktie, lag unter der Erwartung, Revenue lag oberhalb, aber was eben hier besonders im Gesamtkontext, dem Bias, der sich aufhält und diese Bullishness, die sich im übergeordneten Markt zeigt auch. Was besonders eben beeindruckend war, war die sogenannte Full-Year-Guidance für das Jahr für 2022, die deutlich oberhalb der Erwartung lagen. Deswegen waren das eigentlich recht gute Zahlen. Deswegen hatte ich eigentlich eher das bullische Szenario initial, habe aber dennoch ein Limit eben hier auf dieses Flush-Out-Szenario eben gelegt, auf der Unterseite in Richtung 20, die auch dann sich charttechnisch hier als relevant herauskristallisiert hatte bei etwas übergeordneten Betrachtung. Und ja, also Ziel, die 22 ist es dann nachbörslich tatsächlich geworden, aber zunächst einmal war das erste Ziel in diesem Szenario ein Flush in die 20 und dann ein Pullback oder Lauf zurück in Richtung der 21. Das ist die sogenannte Inflection gewesen an dieser Stelle. Und jetzt ist es so, da hatte sich dann auch eine Konstellation hier herausgearbeitet gehabt. Das ist hier dieses steigende Dreieck gewesen. Also der Flush hat stattgefunden. Ich bin nicht ausgestoppt worden. Ich hatte einen Stop 50 Cent unterhalb des Einstiegs. Und dann hat der Markt angefangen, sich in Richtung der 20 zurückzuhangeln und hat es geschafft, hier erstmal steigende Tiefs herauszubilden, beziehungsweise parallel dazu auch den volumengewichteten Durchschnittspreis eben zurückzuerobern. Das war ein sehr, sehr schönes Signal, was da gesendet wurde. Denn es hat dann nämlich, wenn man eine Projektion hier eingefangen hat, also sprich, wenn ich mir dieses Dreieck hier einzeichne. So. Und dann das Kursziel projiziere. So, dieser Bereich. Was ich dann mache, ist, dass ich die maximale Distanz hier aus diesem Dreieck eben nehme, das dupliziere, oben dran setze. Und dann hast du als Kursziel da auf der Oberseite die 21er Region. Und die haben wir sehr, sehr schön angelaufen tatsächlich. Da habe ich ein erstes Limit gehabt, das zweite ist leider nicht ganz geholt worden. Und in den Abend hinein habe ich mich dann aus der Position wieder verabschiedet. Also das heißt, ich bin hier mit dem Drop an der Stelle unter die 21 und halten unterhalb, habe ich die Position dann rausgenommen, weil ich nicht vorhatte, die über Nacht eben zu swingen. Aber das ganz kurz in dieser Konstellation. Also es war eine grundsätzlich sehr, sehr solide Vorstellung. Es könnte auch sein, dass ChargePoint heute ganz interessant sein könnte, weil wir eben haben jetzt die 20 doch recht deutlich halten können. In meiner jüngeren Vergangenheit gesehen, also ich meine, das war dann hier, als damals der Spark durchging und so weiter. Aber was wir hier gesehen haben, war in der Vergangenheit relativ häufig eine sehr stark bullische Reaktion. Das war natürlich ein anderes Umfeld, das war hochvolatil. Aber wir haben auch hier zum Beispiel, bevor es dann diesen Flashout unter die 20 gab,
ab, nach den letzten Earnings, das war im September, ebenfalls eine kurzzeitig bullische Reaktion gesehen. Und im Gesamtumfeld einfach, ist das nicht vielleicht die schlechteste Idee, hier eine weitere Fortführung eben der bullischen Price Action zu sehen? Also wenn wir jetzt, ich guck mal ganz kurz in der Vorbörse, wie wir uns da präsentieren. Ja, also hier gab es erstmal diese kurze Squeeze-Bewegung. Das war das, was gestern nachbörslich passiert ist. Also was ich heute sehen wollen würde, also jetzt sehen wollen würde, wäre, dass wir die gestrigen Tageshochs halten. Also ich runde es mal auf. Ich sag mal, alles, was oberhalb von 21,50 stattfindet, eine Stabilisierung oberhalb, könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, was uns in Richtung 22,50, 23 führen könnte. Das ist übergeordnet eine Abwärtstrendlinie, die sich da oben orange andeutet. Ist auch deswegen interessant, weil ausreichend Volumen verfügbar ist. Es ist eine ausreichend hohe Intraday-Volatilität gegeben mit ungefähr $1,60 ATR für 22 Tage, die letzten 22 Handelstage. Und du kommst mit verhältnismäßig kleinem Risiko in die Trades einfach rein. Das heißt also, CRV-technisch könnte das durchaus ein interessanter Kandidat sein. Wie gesagt, solange wir oder sobald wir uns oberhalb von 21,50 stabilisieren können. Also das ist heute so ein Kandidat vielleicht für ein sogenanntes Second-Day-Play, also das heißt für ein Szenario, was auf der gestrigen Price-Action eben aufbaut. Earnings-Kandidat für heute, ich will das mal kurz hier zeigen. Wir hatten gestern nachbörslich natürlich Zahlen von GameStop, die waren jetzt nicht so überzeugend, welch Wunder. Die Aktie hat dann auch nachbörslich, glaube ich, 10% verloren, wenn ich das richtig hatte. Das ist jetzt auch eine der meistgenannten Aktien wieder auf Swaggy Stocks, also das heißt in der Wall Street Bets Community, also soziale Medien, die da eben wieder sehr, sehr stark die Aktie diskutieren. Ich glaube aber, trading-technisch wird das nicht unbedingt das Attraktivste sein. Da gefällt mir UiPath um ein Vielfaches besser. UiPath hat gestern nachbörslich auch Zahlen rausgegeben. Ich habe die leider noch nicht jetzt hier aufbereitet in der Community, das kommt noch. Aber die waren gut. Also die waren richtig, richtig gut. Das waren richtig solide Earnings, die wir zu sehen bekommen haben. Schöner Wachstums- oder starker Wachstumsausblick. Und die Aktie, die hat einiges verloren eigentlich an Glanz vielleicht, möchte ich sagen. Oder also das Geschäftsmodell von denen, das ist ein ganz spannendes, ehrlich gesagt. Und das spiegelt sich auch zum Beispiel dahingehend wieder, dass zum Beispiel Katie Wood die Aktie auch in ihrem Portfolio hat. Also das heißt, in irgendeiner Form hat das irgendwas mit disruptiven Technologien zu tun. Und ich gucke mal ganz kurz hier auf Deutsch. Das Unternehmen, das macht Folgendes. Und zwar ist das eine Plattform für Robotic Process Automation für Geschäftskunden betreibt es diese Technologie. Also dabei werden Prozesse durch sogenannte Software-Roboter, also Bots, erlernt und dann automatisch ausgeführt. Also man kann sofort intuitiv erkennen, dass das ein potenziell riesengroßer Wachstumsmarkt sein könnte, der sich hier auftut. Und deswegen ist das auch ein ziemlich heißer IPO damals gewesen. Und jetzt haben die, wie gesagt, eine sehr starke Guidance einfach für das nächste Jahr ausgegeben, solide Zahlen. Und das bedeutet, etwas anders formuliert, man würde eigentlich erwarten, dass die Aktie grundsätzlich sich eher bullisch präsentiert. Interessanterweise hat es eine ähnliche Reaktion gegeben wie hier bei ChargePoint. Also auch da, ne, wir haben Electric Vehicle, das ist an der Stelle eben Elektromobilität und hier den zur Verfügungsteller der jeweiligen Infrastruktur, um Autos aufladen zu können. Und wir haben eine starke Guidance fürs nächste Jahr zu sehen bekommen, poppen kurz auf der Oberseite und dann sehen wir eben Abschläge. Also in der Spitze sind wir gestern hier über 10% unterhalb des Schlusskurses von Dienstag gehandelt worden. Ich habe das ehrlich gesprochen als ungerechtfertigt erachtet, ehrlich gesprochen, besonders vor dem Hintergrund auch des übergeordnet sich aufhellenden Bildes. Und eine ähnliche Performance, in Anführungsstrichen, sehen wir aktuell bei UiPath. UiPath hat gestern zwar kurzzeitig einen Pop auf der Oberseite gesehen, über die 50, natürlich ganz dünnes Umfeld, aber nichtsdestotrotz, hier kam doch einiges an Volumen rein und ist dann recht deutlich abverkauft worden. Und notiert auch jetzt hier deutlich unterhalb, dann in dem Fall eben des gestrigen Schlusskurses. Also rund $2, das sind etwa 5%. Das ist auf so eine starke Guidance eigentlich überraschend. Und was ich jetzt in dem Zusammenhang naja, mal gucken, ob das stattfindet, weil das wäre schon ganz schön dramatisch, ehrlich gesagt. Aber CRV-technisch glaube ich durchaus interessant. Und wir haben gesehen, gegen diesen Bereich kamen auch Käufer rein. Ein Flash-Out-Szenario ist ja auch eine Option. Also sprich, dass wir reinkommen und dass wir hier in Richtung dieser nachbörslichen Tiefs laufen, 44, die unterschreiten. Dann könnte ich mir vorstellen, mich long gegen die 42 zu positionieren, in Erwartung, dass es dann zu einem schärferen Bounce kommt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das heute ausreicht, tatsächlich, ob wir heute eine derartige Volatilität zu sehen bekommen. Aber in Summe scheint dieser Bereich auf jeden Fall interessant, CRV-technisch, sofern wir ihn überhaupt nochmal anlaufen für ein Longplay und würde dann in dem Fall auch so ein sogenanntes Rug-Pull-Szenario eventuell begünstigen an der Stelle. Sieht danach aus, als wenn wir diese Abwärtssequenz jetzt hier in der Lage sind zu brechen. Alternativ könnte natürlich es sein, dass wir uns gleich zur Eröffnung oberhalb von 47, eventuell sogar 48 in der Lage sind zu stabilisieren, Rewop halten können. Das wäre dann entsprechend auch ein bullisches Zeichen, was uns früher oder später zurück in Richtung und über die 50 zurückführen könnte und auch sich CRV-technisch eventuell attraktiv spielen ließe. Aber sollten wir solch ein Flashout-Szenario zur Eröffnung zu sehen bekommen, dann sollte man einen Fokus haben auf der 44, ganz besonders aber auf der 42er-Region. Also das könnte durchaus ein interessanter Kandidat heute sein und sollte man durchaus auf dem Schirm haben. Ja, das also noch zu UiPath. Also DAX, S&P, UiPath, ChargePoint. Gold hatten wir auch schon, war nicht so spektakulär. Euro-US-Dollar können wir kurz einen Blick drauf werfen. Da sind wir über die 1,19 zurückgelaufen. Jetzt muss ich ganz kurz fragen, Toni schreibt, leider hat das mit dem Link nicht geklappt. Was meinst du mit dem Link? Du meinst zur Discord-Community? Also, Adresse des Links kopieren. Ich stelle ihn jetzt nochmal hier ganz kurz ein. Also eigentlich sollte man nur draufklicken müssen und dann sollte man eigentlich ohne Probleme die Community erreichen, die Discord-Community. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Also die Voraussetzung natürlich, dass du bei Discord bist. Also du musst du dich natürlich da anmelden, um dann entsprechend diesen Link abrufen zu können. Ich glaube nämlich, wenn man nicht angemeldet ist, dann leitet das einen erstmal auf die Webseite von Discord weiter, wo man sich entsprechend registrieren muss. Aber sobald du da angemeldet bist, dann ist es kostenlos. Also das ist ein externer Anbieter eben für Austausch von beispielsweise Gamern untereinander und wird eben gerne auch für Trading-Communities dann herangezogen. Dann sollte das eigentlich erreichbar sein. So, genau, kurze Einschätzung zu Euro-US-Dollar. Natürlich, ein Blick auf Euro-US-Dollar. Also, wir haben sehr starke Gegenbewegung gesehen. Von Dienstag, den Tiefs, 12:30 roundabout. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Das war der Bruch dieser Abwärtstrendlinie. Lass mich mal kurz überlegen. Was hatten wir hier für eine News am Dienstag? Was hat er dazu geführt, dass wir deutlich unter die 1,13 gedroppt sind oder die nicht haben zurückerobern können? Keine Ahnung. Keine Ahnung, komm nicht drauf. Also auf jeden Fall haben wir eine sehr starke Gegenbewegung jetzt zu sehen bekommen. Wir haben gestern hier im Morning Meeting, glaube ich, die 1,13er Region hatten wir zum Thema gemacht. Ich muss jetzt allerdings lügen, ich kriege es nicht mehr zusammen, was wir zum Thema gemacht hatten. Ob ich ein Überrollen gegen den Bereich zum Thema gemacht hatte oder nicht er sagte, dass wir noch weitere Bullishness vielleicht da erwarten dürfen. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir haben dann hier Nachmittag hinein US-Dollar-Abgabedruck gesehen, der sich eben dahingehend dann auch wieder gespiegelt hat, dass der Euro hat sich nicht nur oberhalb von 1,13, oberhalb dieses Levels brechen können, sondern auch oberhalb hat stabilisieren können. Wir sind dann in der Spitze bis 13,50 offenbar hier gelaufen und jetzt sehen wir eine Korrekturbewegung, die interessanterweise hier so im Bereich um 1,1320 Pi mal Daumen. Wenn man den Chart ein bisschen zusammenstaut, kann man erkennen, das war in der jüngeren Vergangenheit schon ein Level, welches hier respektiert wurde. Also dieser Bereich, die diversen Auflagepunkte seit Anfang Dezember, beziehungsweise dann auch als Widerstand respektiert wurde, einige Zeit diese Region. Also der Bereich 1,1320 plus minus, naja, minus 20 Cent, vielleicht 1,1320. Das ist ein ganz interessanter Bereich nach diesem Bruch dieser Abwärtstrendlinie, weil gegen den könnte man durchaus schon in Betracht ziehen, sich long zu positionieren. Wo man auch relativ klar eigentlich sofort ein Signal hätte, wo man falsch läge, wenn es nämlich zu einem Drop zurück deutlich unter die 1,13 käme. Deutlich unter bedeutet an der Stelle 10, 15 Pips im derzeit niedrig volatilen Umfeld. Und sofern man sich gegen diesen Bereich long positioniert, also mit einem Risk zwischen 20 bis 30 Pips, Pi mal Daumen, habe ich auf der Oberseite als potenziellen Zielbereich zunächst die 1,1370er Region, was dann Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 schon entspräche. Beziehungsweise, wenn man das ein bisschen übergeordnet hier betrachtet, dann entspräche das einem zu erwartenden schärferen Bounce gegen die untere Abwärtstrendkanalbegrenzung, dass wir vielleicht sogar bis in Gefilde, allerdings wird das einige Zeit dauern, aber Richtung 1,15 uns eventuell bewegen.
Und das könnte natürlich getragen werden durch die entsprechende Erwartungshaltung seitens des Marktes, dass man seitens der Fed jetzt keine geldpolitisch expansivere Haltung erwartet. Und wenn diese kommt, dann wäre das potenziell US-Dollar bearish an der Stelle. Da kommt noch die Saisonalität ins Spiel, also Saisonalität an dieser Stelle, die dann eben in den Jahresschluss hinein durch entsprechende reale, fundamental getragene Kapitalströme den US-Dollar eher verkauft sieht, gegenüber dem Euro ganz besonders. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir jetzt die 1,13 in der Lage sind zu halten, gegen diesen Bereich aufdrehen und dann ganz besonders über die 1,370 brechen würden, könnte das eine etwas tiefere Korrekturbewegung nach sich ziehen, die uns bis deutlich zurück über 1,14, vielleicht sogar bis 1,15 trägt. Das wäre allerdings nicht wirklich Euro-Stärke, sondern mit Sicherheit primär US-Dollar-Schwäche an dieser Stelle, die sich da herauskristallisieren dürfte. Ja, das zum Euro. Werfen wir noch einen Blick einmal auf Bitcoin, zurück unter die 50.000er-Marke gerutscht. Das sieht jetzt nicht so gut aus, nicht mehr so gut aus. Ich mache kurz Folgendes, einen Augenblick. Wir gehen mal ganz kurz auf meinen Bitcoin-Chart, weil da ist auch das Wochenende mit drin. Ganz kurz noch einmal. Wir hatten am Montag müsste es gewesen sein, relativ zügig eigentlich. Ich hatte am Montag gesagt, nach diesem, nennen wir es mal Flash-Crash-Krypto-Crash-Szenario, welches sich hier über das Wochenende herauskristallisiert hat, wo wir bis in Gefilde um 42.000 gelaufen sind, hatte ich gesagt, dieser Bounce, und besonders wenn es jetzt nicht gelingt hier, diesen Bereich um 49.500, 49.800 ungefähr zurückzuerobern, zügig, dass da nochmal ein Überrollen denkbar würde, welches uns in diese Gefilde um diese Tiefs noch einmal führt. Interessanterweise kam dann recht zügig tatsächlich am Montag bereits, beziehungsweise es war ja Montagabend, Dienstag früh ganz besonders, infolge dieses übergeordneten Risk-On-Moduses und die Omikron-Sorgen sind jetzt ad acta zu legen, kam es entsprechend zu einem Bruch höher über die 50.000er-Marke, und das hatten wir schon als bullisches Signal tatsächlich gewertet gehabt. Hatten diesen Bereich hier um, ja, roundabout vielleicht nochmal um 50.000, also diese Ausbruchregion 49.800 ungefähr, als möglichen Long-Trigger zum Thema gemacht. Und jetzt sieht man aber, dass nach dem initialen Pop gegen diesen Bereich, der sich hier gestern dargestellt hat, hier, nachmittags dann ist es ungefähr, dass wir jetzt anfangen doch an einem erneut überrollenden, oder wir sehen uns gegenüber einem überrollenden Charakter, beziehungsweise sehen, dass wir nicht in der Lage sind, offensichtlich höhere Hochs zu markieren, also über 52.000 US-Dollar zu brechen, sondern jetzt eher an tieferen Hochs hier arbeiten. Und noch ist nicht aller Tage Abend, so will ich das mal nennen. Also noch ist an der Stelle nicht gesagt, dass wir hier nochmal einen stark bullischen Treiber zu sehen bekommen, der uns dann zügig über die 52 führt. Aber sollte jetzt nicht zügig Bitcoin-Bullen, sollten nicht jetzt zügig Bitcoin-Bullen auf den Plan treten und uns deutlich zurück über die 50.000er-Marke befördern und nach Möglichkeit auch auf neue Tageshochs befördern, die, ich guck mal kurz, obwohl heute Nacht, ja, tatsächlich im Bereich um 50.000, 50.500 am US-Dollar liegen, dann sehe ich hier ein ernsthaftes Risiko, dass dieser kurzfristige Ausbruch über diese Region hier, dass das ein Fehlausbruch war. Und wenn wir unter die 48.700 rutschen würden, also den Bereich hier um die Tiefs von gestern, wenn wir unter diese Niveaus kippen, dann ist dieses Rollover-Retest-Szenario, so nenne ich es jetzt mal, durchaus nochmal eine Option. Also sprich, dass wir dann hier tatsächlich noch einmal uns darauf einstellen sollten, dass es in den kommenden Tagen, Wochen vielleicht, zu einem Retest dieser Flash-Crash-Tiefs kommt, wo sich dann zeigen muss, ob wir in der Lage sind, uns hier zu stabilisieren in diesem Bereich. Das hat, wie gesagt, in der Vergangenheit schon öfter gegeben. Gehen wir mal kurz auf den Tagesschart. Bisschen zurück in der Historie. Der eine oder andere, der erinnert sich noch an einige solcher tiefroten Szenarien im Laufe des Jahres. Das war einer zum Beispiel hier im Mai. Da hatten wir auch mal so ein krasses Flash-Crash-Ausverkaufsszenario. Ich müsste an der Stelle mal kurz gucken. 19. Mai. Aber ich glaube, das war unter der Woche. Ich glaube, das war nicht am Wochenende. Ja, es war Mittwoch, das war ein Mittwoch. Aber unabhängig davon, was wir gesehen haben, ist, dass wir auch da einen sehr starken Bounce gesehen haben. Damals wurden wir hier ja in Richtung der 30.000er-Region verkauft, und dann kam es innerhalb von
zwei Tagen zu einem Retest schon der 42er-Region, aber gegen die toppten wir dann aus. Das war ein starker Widerstandsbereich, der, als er hier gehalten werden konnte, das war dann im Ende September, der Ausgangspunkt für diese starke Rallye auf der Oberseite war. Aber was eben jetzt im derzeitigen Kontext hier relevant ist, ist, dieses Ausverkaufsszenario damals, da sind wir noch mehrfach in diesem Bereich gelaufen und haben das getestet, bevor es dann deutlich höher tatsächlich ging. Und das hat, man kann das hier sehen, das Mai, also 19. Mai, wo dieser Ausverkauf stattgefunden hat. Und wir haben dann eine deutlichere Gegenbewegung und Rückeroberung auch der 42 zu sehen bekommen. Auch damals durch einen fundamentalen Trigger. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran. Im Juli, da kochten hier plötzlich Spekulationen hoch, wonach Amazon sich eventuell im Bereich Bitcoin, Payments und dergleichen plan zu positionieren. Man hatte nämlich dort dann Gerüchte gelesen, beziehungsweise könnte auch sein, dass die Person wirklich dann eingestellt wurde. Ich erinnere mich jetzt nicht an den Namen, aber dass das jemand war, der sich oder der im Bereich Blockchain eben etabliert war und infolgedessen seine Expertise hat einbringen sollen. Also wenn ich als Unternehmen von der Größenordnung Amazon so eine Person einstelle und das sogar es dann schafft, in der Finanzberichterstattung Erwähnung zu finden, dann sollte das durchaus ernst genommen werden. Das wurde dann dementiert von Amazon, aber nichtsdestotrotz hat sich darauf gezeigt, als das Dementi kam, aber es nicht zu einem deutlichen Rücklauf und Einbrechen des Kurses kam, dass das eine sehr, sehr starke Gegenbewegung war. Und nichtsdestotrotz, also diese Konsolidierung, die hat 2 Monate angehalten und es ist nicht auszuschließen, dass wir vielleicht auch jetzt derzeit ein ähnliches Szenario zu sehen bekommen. Also dass wir einfach hier es nicht schaffen, die 50 zu halten, erneut überrollen und dass wir dann jetzt über vielleicht mehrere Monate in den Jahresbeginn 2022 hinein uns erstmal hier konsolidieren zeigen. Wenn dieser Bereich natürlich um 40.000, jetzt mal rund gesprochen, vielleicht 41.000, 42.000 gehalten werden kann, und wir finden einen entsprechenden bullischen Treiber, dann wäre das vielleicht die Initialzündung für das nächste Leg-Up, welches uns in Richtung dann neuer Allzeithochs und dergleichen führt. Und der ein oder andere, der sich lange Zeit schon mit dem Gedanken beschäftigt, Bitcoin long zu positionieren, der wäre dann in diesen Gefilden eventuell willens, mal eine kleine Position aufzubauen, in der Erwartung, dass es dort vielleicht dann auch im nächsten Jahr zum Run auf neue Allzeithochs kommt. Alternativ natürlich das Szenario, wenn wir hier überrollen, also sofern wir jetzt diese Tiefs nochmal anlaufen, das ist natürlich erstmal rein spekulativ, aber sofern wir es nicht schaffen, dann diesen Bereich zu halten, also das heißt unter 40 droppen würden, dann wäre das natürlich dahingehend brisant, weil dann würde das hier eine deutlich topische Tendenz nach sich ziehen und in diesem Zusammenhang eben nochmal Abschläge sogar bis 30.000 Dollar denkbar werden lassen. Ja, also das zu Bitcoin an dieser Stelle. Wie gesagt, also der Grund, warum wir jetzt den Bitcoin-Chart bei mir genutzt haben, ist, weil wir da eben doch den Wochenendhandel mit drin haben. Der ist hier ausgeblendet. Ethereum wiederum ist der Handel eingeblendet, also den gibt es hier noch. Und auch hier, Ethereum natürlich als positiv korreliert zu Bitcoin, positiv korreliert im Gesamt-Krypto-Kontext. Also siehst du Kapitalabflüsse aus Kryptos in großem Stil wie am Wochenende, dann wird sich da eben jede aktive, auch gehandelte Kryptowährung entsprechend von betroffen zeigen. Nichtsdestotrotz, eins steht außer Frage, dass Ethereum unglaublich relativ stark bleibt. Und wenn ich die Frage, und das gab jetzt durchaus schon mal so 2-3 Mal auch im privaten Umfeld, so halt die Frage, was ich denn zu Krypto sage und dergleichen, und einfach weil es ein Thema ist, auch von Leuten, die normalerweise mit den Finanzmärkten jetzt nicht so in Kontakt stehen, und wo ich mir vorstellen könnte, dann auch, was langfristig sich vielleicht etablieren kann. Ich komme immer wieder, egal wie sehr ich meine Gedanken dann eben versuche noch zu erweitern und wie sehr ich da versuche, auch meine Einschätzung zu anderen Kryptos zu geben, ich komme im Kern immer wieder auf Ethereum zurück. Also ich glaube, Ethereum hat ausgehend von seiner Vielfältigkeit und der vielen Anwendungsmöglichkeiten einfach um ein vielfaches höheres Potenzial als Bitcoin. Also und zwar nicht nur dann in dem Fall als potenzielles Zahlungsmittel, sofern sich das überhaupt als Zahlungsmittel durchsetzt, aber auch im Hinblick eben beispielsweise auf Smart Contracts, auf NFTs, Non-Fungible Tokens und so weiter. Also das ist durchaus eine unglaublich vielseitige Kryptowährung, die man auf dem Schirm haben sollte. Und wo ich mir auch mit einem Ausbruch hier auf höhere Hochs, also über die 4.800er Mark ist es dann ungefähr, deutliche Aufschläge tief über die 5.000, vielleicht sogar 6.000 Dollar und so weiter vorstellen kann in den kommenden Monaten. Selbst dann, wenn Bitcoin sich eher konsolidierend auf hohem Niveau zeigt und dass dann Ethereum in einem übertragenen Sinne so eine Art kleinen Catch-up-Move vielleicht spielt und seine Signifikanz aus marktkapitalisierungstechnischer Sicht in der Lage ist, auf
und auszubauen vielleicht dann an dieser Stelle, beziehungsweise hier beginnt dann, anfängt auch eine ähnlich große Rolle zu spielen, beispielsweise Bitcoin. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Ethereum hier noch einiges an Aufschlagspotenzial eben tatsächlich hat. Also ich sehe das als potenziellen bullischen Outperformer in diesem Krypto-Segment tatsächlich. So, na, das ging jetzt ein bisschen fixer, als wir dachten. DAX hat jetzt die 600er-Region angelaufen. So, also den hatten wir ja gerade schon zum Thema gemacht. Long möchtest du jetzt noch nicht sein. Also die Stabilisierung gegen diesen Bereich, die konnte erwartet werden. Das hatten wir ja, hatten wir gerade eben schon vor einigen Minuten gesagt gehabt. Sollten wir diesen Bereich anlaufen. Und jetzt wird sich einfach die Frage stellen, ob die 4,6 gehalten werden kann. Um Long in Betracht zu ziehen, möchte ich natürlich jetzt sehen, dass wir, das ist jetzt der EMA, dass wir diesen zurückerobern. Also Konsolidierung vielleicht gegen die 4,6, vielleicht ein bisschen tiefer, und dann Bruch drüber und halten. Und dann Bounce zurück in Richtung 4,7. Also das heißt, ich möchte gegen die 4,6 jetzt per se noch nicht long sein. Aber sobald es ihm gelingt, sofern es gelingt, die vier, Entschuldigung, die 15.600er Region zu halten und den EMA zurückzuerobern und darüber sich konsolidierend zu präsentieren, könnte ich mir vorstellen, dass Long ganz interessant wird an der Stelle mit Ziel 15.7 vielleicht. Also das hängt dann sicherlich auch ganz wesentlich davon ab, was die US-Märkte uns heute Nachmittag präsentieren. Wie gesagt, da steht im S&P die 4.700er Marke auf dem Schirm und spielt potenziell eine größere Rolle, als das vielleicht der eine oder andere annehmen mag. Wenn wir gegen diese weiter austoppen, dann würde das natürlich auch hier so einen Gegenwind ein bisschen für den DAX nach sich ziehen und so eine stark trendige Bewegung, wie wir sie am Dienstag gesehen, zu sehen bekommen haben, die wird sich dann hier nicht herauskristallisieren. Aber zumindest mal würde das auch beinhalten, dass es hier nicht zu stärkerem Abgabedruck eben im S&P kommt und somit eben im Falle des DAX die 15.6 dann gehalten werden könnte. Sofern die nicht gehalten werden kann, sofern wir da jetzt nochmal einen Flush auf der Unterseite zu sehen bekommen, da wäre denkbar, dass wir eben in Gefilde bis hier 15.5 dann vielleicht verkauft werden. Das entspricht da oben, da kann man es auf der rechten Seite sehen, auf Stundenbasis, das entspräche roundabout dieser Hochs, die hier am 1. Dezember ausgebildet worden sind, beziehungsweise der potenziellen Ausbruchregion. Pessimisten gehen vielleicht noch ein Stück weit tiefer, sagen vielleicht sogar 450, 400. Ich würde sagen 15,5. Also so viel bärisches Potenzial gestehe ich da tatsächlich, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen jetzt, dem DAX tatsächlich nicht zu. Ja, das wäre es meinerseits gewesen. Dann hoffe ich, ihr habt was mitnehmen können für euch hier aus dem Morning Meeting. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like hier. Und wir hören uns morgen wieder dann zum Wochenschluss um 10:30 Uhr. Morning Meeting gemeinsam mit Markets. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Und ja, wie gesagt, Fragen jederzeit gerne. Nutzt gerne die Möglichkeit unterhalb des Videos. Soweit meinerseits. Also, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder 10:30 Uhr am Freitag, den 10. Dezember 2021. Habt euch wohl. Macht's gut, bis dann und tschüss.